アワープラネット TV の高木幸恵です。天然のウランを精錬して生まれる黄色の粉末イエローケーキ、これがなければ原子力発電所は稼働しない、いわば原発の燃料といえます。このイエローケーキの真実を暴くドキュメンタリーが1月28日から公開されます。コンタクト、今回はイエローケーキ、クリーンなエネルギーという嘘のヨアヒム・チルナー監督のインタビューをお届けします。この作品はオーストラリア、カナダ、ナミビア、ドイツなど世界各地のウラン採掘場を5年にわたり丁寧に取材した作品です。脱原発を宣言したドイツから来日中のチルナー監督に土屋豊さんがインタビューしました。それではご覧ください。Secrecy, uranium ore was extracted here, out of which a yellow powder was produced, known today as yellow cake. Every 100 years, thousands of former miners try to remove the traces of their work. It's not about the usual leftovers of mining, but about gigantic amounts of radioactive and poisonous waste. For uranium on the world market increases 20 times. で、まあ今日本に来て、いろいろなものを見てると思うんですけど、去年の3月11日以来ですね、日本はその大きな地震と福島の原発の事故でもうとにかく大変な状況になってるんですけど、その原発の事故を去年3月11日知った時と今こう日本に来られて、どんな感じ、どんな思いを持ってらっしゃるかっていうのをまずお伺いしたいんですけれども。 Das war eine Mischung von Gefühlen. Das war zunächst ein sehr großes Erschrecken.Weil etwas passierte, was wir nicht für möglich hielten. Wir, meine ich, alle die, die gewarnt haben vor der Gefahr, vor den Risiken der Atomenergie. Und neben diesem Erschrecken und neben dieser Trauer auch über die vielen Opfer, die es im Zusammenhang mit dem Tsunami, aber auch mit dem Atomunfall gab, kam auch so etwas wie Wut bei mir auf.Weil Japan, das Unglück in Japan endgültig einen Mythos zerstörte. Den Mythos der Risikolosigkeit dieser Industrie. Und Wut doch deshalb, weil seit mindestens 30 Jahren von sehr vielen Leuten davor gewarnt wurde. Und plötzlich rückte Japan in die Wohnzimmer, in die deutschen Wohnzimmer.Also man sah in Zeitlupe sozusagen, wie eine Illusion zerplatzte, indem die Reaktoren zerstört wurden, wurde sehr viel mehr zerstört. Viele Mythen wurden zerstört.Das Erz mit ausreichendem Urananteil wird im Brecherwerk abgekippt.Die uranhaltigen Felsbrocken werden Station für Station immer kleiner gemahlen und schließlich in großen Mühlen zu einer feinen Paste geschlagen. Dem Uranoxid wird auf dem Trommelfilter das Wasser entzogen. Danach wird es trocken gebrannt und für den Transport vorbereitet. Nach Asien, Amerika und natürlich auch nach Europa.
その原発の問題、それをじゃあ廃棄した後の問題っていうのを僕らも何ていうか体験したことによっていろいろ考えてるわけなんですけど、そもそもそのウラン採掘する自体からこんな問題があったってことはやっぱりほとんどの人知らなかった、僕も知らなかったですし、まさかその鉱石取る段階では特にそんな大きな問題あるとすら思いもしなかったんですけど、そこにこうなんだろう、リサーチをしようと思ったきっかけみたいなのっていうのは一体どういうところにあったのかっていうのを知りたいんですけども。Uranbergbau war in Ostdeutschland, wo ich aufgewachsen bin, immer ein Geheimnis. Und es war auch ein militärisches Geheimnis. Und das macht natürlich neugierig. Und das macht vor allem Dokumentaristen neugierig, weil sie da nicht rankommen. Das war eine Terra Incognita. Man durfte nicht darüber berichten. Man durfte keine Zahlen veröffentlichen. Und selbst die halbe Million Bergleute, die in den 40 Jahren Uranbergbau in Ostdeutschland durch die Wismut, so hieß dieses Unternehmen, was ja nur ein Tarnname war, die dort durchgegangen sind, wussten eigentlich nicht die Dimensionen dieses ostdeutschen Uranbergbaus. Und nach der politischen Wende, Ende der 80er Jahre, Anfang der 90er Jahre, war es zum ersten Mal möglich, dort genauere Informationen zu kriegen. Und da war von Anfang an meine Neugierde da. Da hatte ich ja schon 20 Jahre lang Filme gemacht im Osten, aber eben nie über den Uranbergbau. Und dann hat es noch eine Zeit gedauert, ehe dann überhaupt es möglich war, Interesse bei Fernsehanstalten der Bundesrepublik dann zu wecken, über dieses Thema etwas zu machen, weil ein politisches Interesse bestand nicht daran, weil wir konnten in dem neuen Deutschland ja nicht auf die Vergangenheit des Uranbergbaus schimpfen und auf die brutalen Methoden der Russen schimpfen, die sie in Thüringen und Sachsen gemacht haben, weil wir ja immer noch bis heute Uran brauchen. Also es gab ja einen Konflikt. Auf der einen Seite mussten Milliarden investiert werden, um diese Problemregionen in Ostdeutschland zu sanieren. Und auf der anderen Seite wollte man nicht darüber reden, weil man wollte das Thema Uranbergbau überhaupt nicht in die Öffentlichkeit zerren. Ne? Weil das ist klar, ne? Also, wer darauf schimpft, muss das andere sein lassen. Sonst macht es keine Logik. Und das ist natürlich für mich immer eine Herausforderung gewesen. Und das hat lange gedauert. Ich habe 2 oder 3 Jahre lang daran gearbeitet, um überhaupt Interesse zu wecken und Gelder zu kriegen. Und dann haben wir nochmal 5 Jahre gebraucht, weil es ein Langzeitprojekt war, 5 Jahre gebraucht, um den Film zu drehen und abzudrehen und so. Also insgesamt haben wir 7, 8 Jahre daran gearbeitet und immer wieder gegen Widerstände antreten müssen, weil das bis zum Schluss nicht leicht war, den Film auch also auch in die Öffentlichkeit zu bringen. Ja? Also das Fernsehen wollte ihn haben, aber ein Film über Bergbau und über Uranbergbau, das ist nicht so einfach, auch in Deutschland. Ja? Er war schon vor Fukushima fertig. Also wir sind nicht Trittbrettfahrer gewesen, wir sind nicht aufgesprungen, sondern wir haben ja viel früher angefangen, da zu warnen und so. Und wir haben in Deutschland die gleichen Erfahrungen gemacht, die Sie jetzt wahrscheinlich beim Anschauen des Filmes gemacht haben. Selbst in Deutschland, selbst die Leute aus der Uranregion wissen das nicht, was wir erzählen in dem Film. Es ist einfach eine Terra Incognita gewesen. Und auch aus politischen Gründen. Die Rösselmine produziert seit 1976. Die Mine ist einer der größten Arbeitgeber und die dazugehörige Rössing-Stiftung investiert jährlich einige Millionen namibische Dollar in soziale Projekte. Mein
And I decided I was wondering when I drive your trucks, I see a red car driving fast there, and the way they explode the blast, it, for me it was very nice, and I wanted, and I decided myself, sitting in the truck, oh fine, let me join these people, and how am I going to join these people? I want to be a lady who can blast that thing. Ja, ik bedoel, als ik ze gelukkig in te leven wanneer jij vrede gemaakt hebt met jouw leven, wat je leven. Of wat je, als je aanvaardt die manier hoe je leven. 採掘してる時点で、さまざまそういった汚染されてるわけなんですけど、それを何だろう、直接的被害を受けた人っていうのの、姿っていうのはあんまり出てなくて、むしろその現場で生き生きと自信満々で働いてるナミビアの女性とか、そういった人たちが多く描かれていて、僕はむしろ逆にそのことにすごく何だろう、興味を持った、あるいは心を打たれた、複雑な気持ちになった、いろんな言い方できるんですけど、ああいうむしろ被害を受けて、今は受けていない人を描くということをどうしたのか、そのことをちょっと今回聞いてみたかったんです。Das ist eine grundsätzliche Entscheidung gewesen, die ich treffen musste, weil wir haben natürlich sehr viele traurige Geschichten erfahren von unseren Protagonisten.Wo die Eltern schlimme Schicksale ereilt haben oder die Großeltern und so. Und es reizt oder sagen wir mal, man muss ständig sich hüten davor, das immer wieder zu thematisieren. Wir haben es ja in einem Fall gemacht mit dem einen Arbeiter und ich fand, dass die Geschichte ausreicht, um zu ahnen, was wirklich hinter diesen, eigentlich hinter diesen 40 Jahren Uranbergbau steht. Viel wichtiger war, und da freut mich, dass Sie da auch so reagieren darauf, dass wir klar machen, wie schwer es ist, gegen die Atomlobby anzukämpfen. Nicht nur, weil sie Herrschaftswissen hat, weil sie wissen, was wir vorhin besprochen haben, weil sie ein Wissen hat, was kein anderer haben kann, was Expertenwissen ist und manipulierbar ist, sondern auch, weil so viele Leute involviert sind mit ihrem eigenen Leben. Also mit, das sind Arbeitsplätze, sind hochprivilegierte Arbeitsplätze und in Namibia zum Beispiel, wir haben es ja erwähnt, hängt die Volkswirtschaft zum Teil von der Arbeit dieser Minen ab. Und ich habe auch versucht, dass wir nicht mit dem Finger auf die Leute zeigen, die dort arbeiten, sondern dass wir ein Verständnis für sie haben, dass sie froh sind, dass sie stolz sind, dass sie dort arbeiten. Und umso beängstigender ist es ja für mich, wie man diese Wand durchbrechen kann. Weil man kann in bestimmten Regionen Kanadas, im Niger oder in Kasachstan oder in USA, in Russland, wo auch immer Uran abgebaut wird, kann man nicht einfach hingehen und sagen, wir sind gegen Atomindustrie. Weil sie haben sofort die einfachen Leute gegen sich, deren Leben hängt davon ab. Das ist gar nicht zu verurteilen, sondern das muss man wissen und da muss man wissen, was man da wirklich für Arbeit auch zu leisten hat. Ja? Also auch welche Rolle da die Gesellschaft, welche Rolle da die Politik, die Medien spielen. Und so, das ist ein sehr komplizierte Aufgabe und die ist für mich wichtiger gewesen und deshalb ist der Film auch so geworden, als jetzt betroffenen Geschichten zu erzählen. Do you feel safe by the radiation and the dust at Rasim?
It's not really. Yeah, I can say yeah, yes, but it's not 100%. Because you can find a person every month, you are sick just because of that dust. Do you know the limits that you can have for your body by the radiation? Not really. いや本当にですね、ナミビアの女性の本当に何だろう、その稼いだお金でおしゃれしてたりとか、何だろう、そのこと自体がとてもこう原子力産業を取り巻きながら世界、その周りでこう世界が出来上がっていて、その中で生きているっていうことを、何て言うんでしょうね、ストレートに描かないからこそ、その中で僕らは生きてるんだなっていうことが伝わってきて、とても本当に深く考えさせられたっていうところがあったんですね。Seiner Tochter Yvonne Magarula übergab ein Vermächtnis. Eine zweite Mine darf es auf dem Gebiet der Mirror nicht geben. I'll become the least alone since my dad passed. Finish, you know. That was 1988. He's finished my dad. And then he told me, he said, you have to take Elba because you got my big daughter. Yeah. I remember that's all he said to me. And then you have to stand the fight to the company. で最後にアボリージニの族長の人が、企業に土地を売らずに、お金持ちになるのを拒否したみたいなナレーションが入ってきたと思うんですけど、単純に言ってそういう選択を監督はもし自分が族長だったらできますか？Das ist so weit entfernt von der Realität, dass ich gut und gerne behaupten kann, natürlich. Aber es kommt ja an auf die Sozialisierung, die man im Leben hat, auf die Sicht überhaupt auf die Welt und so. Also natürlich würde Areva von mir nicht einen Quadratmeter kriegen an Land. Was ich hätte, das kann ich schon sagen. Also mich hat auch die Haltung von dem Jeff sehr berührt, ne? Aber man muss vielleicht den Realitäten ins Auge blicken, dass er trotzdem ein Einzelfall bleibt oder er zu der Minderheit gehört mit dieser Haltung, die er hat. Möglicherweise auch unter den Aborigines selber, weil da geht die Entwicklung auch selber voran. Es wachsen neue Generationen heran, die sagen, wieso sparen wir uns die, wieso verzichten wir auf die Millionen Dollar, die dort von den Konzernen kommen und so. Also das ist ein langer Weg und ein schwieriger Weg. Wir erleben ja eine ganz interessante Entwicklung in Deutschland, wenn ich mal noch auf eine gar nicht gestellte Frage nochmal antworte. Wir haben ja diese Rückwärtsrolle erlebt, ne? Dass also unsere Regierung, dass sie Monate vor Fukushima die Verlängerung der Laufzeiten beschließt, nach Fukushima innerhalb kürzester Zeit die Rückwärtsrolle macht und wir alle aufgeatmet haben. Und es hat sich auch erwiesen, dass der Weg überhaupt nicht so verheerende Folgen hatte in Deutschland. Also die Energieversorgung stockte nicht, nachdem man 7 Atomkraftwerke abgestellt hat. Sie wird auch nicht stocken. Die Erneuerbaren, die Industrie der erneuerbaren Energien wächst viel schneller, als wir
vermutet haben in dem letzten halben Jahr. So schnell, dass die Leitungen gar nicht so schnell gebaut werden können, die benötigt werden, um diese Energie zu transportieren. Und noch etwas, was ich gerne noch erzählen möchte, ist, dass wir natürlich weiterhin verstrickt sind in die internationale Problematik der Atomenergie. Also Deutschland hat zwar einen Vorreiter jetzt gemacht bei der Abschaltung, aber gleichzeitig übernimmt die Bundesregierung sogenannte Hermes-Bürgschaften. Das sind Ausfallbürgschaften, die die Regierung übernimmt, wenn deutsche Technologie ins Ausland transportiert wird. Und die übernimmt sie nach wie vor. Also Ende letzten Jahres, im September letzten Jahres, für 1,2 Milliarden Euro eine Bürgschaft übernommen für ein Atomkraftwerk, für ein riesiges Atomkraftwerk in Brasilien, das gebaut wird in einem Erdbebenzentrum. Da sagt die Bundesregierung, ja, wir bürgen dafür. Wenn dort irgendwas mit dem Export nicht klappt, bezahlen wir das, weil sie will, dass diese Technologie verkauft wird. Und es liegen bereits jetzt wieder 4 Anträge vor für dieses Jahr, zum Beispiel Finnland oder Indien. In Indien, wo auch in Erdbebengebieten gebaut werden soll, wo die Bundesregierung auch wieder Bürgschaften übernimmt für deutsche Technologie, die ins Ausland, Kernkrafttechnologie, die ins Ausland geht. Also da sind wir ziemlich doppelzüngig. Ja, wir machen auf der einen Seite was Richtiges in Deutschland und auf der anderen Seite viel zu inkonsequent. Da sind wieder ökonomische Interessen spielen da eine Rolle. Da geht es um Milliarden Gelder, die dort fließen und so. Also das sind die Realitäten, mit denen wir noch lange zu tun haben werden. Und der Jeff, dieser sympathische Aborigine, der wird weiterhin die Minderheit bleiben. Das ist jetzt ein pessimistischer Ausblick, aber ich meine, es ist eher ein realistischer. Wir haben noch einiges zu tun. Wir, meine ich, alle die gegen diese Technologie sind. 先ほど監督の方でそのアボリジンの族長のように土地を売るかどうかで僕質問しましたけど、それにしっかりと即答で売りませんというふうに答えられてましたけども、僕自身は実際のところ正直言って、もし僕が彼の立場だったら、それが決断できたかどうかっていうのはちょっと自信のないところがあって、何でしょう、その時の自分の置かれた状況によってさまざま判断は変わってくると思うんですけど、そういう、あそこで売るかどうか迷ってしまう自分がいるということも含めて、どう僕らは族長のように、売らないという決断をするため の, モラルみたいなものをどうやってこう手にしていくか、どうやったら手に、自分の中でそういう決断ができるようになるのかみたいなことを、まだそういうことがきちんと僕の中にない自分としてはいろいろこの映画を見て、考えさせられまして、すごいちっちゃいとこから始めていこうかなと、もうこの電気消した方がいいかなとか、そのぐらいのとこから始めればちょっと変わっていけるかなっていうふうにも思ったのが、感想ですね。Das freut mich sehr. Wenn es auch noch dazu führt, dass, wenn der Film jetzt ins Kino kommt bei Ihnen, dass Leute, die ähnliche Gefühle dann haben, mit auf die Straße gehen und wenn Demonstrationen sind, dort ihre Meinung äußern, weil sie merken, dass man Druck machen muss, dass die Industrie und auch die Politik nicht von alleine reagiert. Sie reagiert nur, wenn der gesunde Menschenverstand auf der Straße ist und Druck macht. Dann wäre ich sozusagen glücklich, ja, wenn das auch dazu führt. Dass wir können als Filmemacher die Welt nicht verändern, aber vielleicht können wir den einen oder anderen Zuschauer aktivieren, das Licht auszumachen, aber vor allem öffentlichen Druck zu machen, dass diese Technologie wirklich
in absehbarer Zeit zur Vergangenheit gehört. Wenn 200.000 Leute auf die Straße gehen, wie das in Berlin passierte, dann wirkt das auf die Regierung. Und die Bundeskanzlerin, die dann plötzlich eingeschlossen war in ihrem Bundeskanzleramt von unzähligen Leuten aller Generationen, die konnte irgendwann auch diesem Druck der Straße nicht mehr ausweichen. Mal abgesehen davon, dass sie sicherlich auch einen Denkprozess hatte nach Fukushima. Aber die Reaktion der Menschen, die sagten, mit uns nicht mehr, das ist irgendwann erfolgreich gewesen. Und das sind Bilder, die ja hin und wieder aus Japan immer mehr zu sehen sind, aber wo ich mir wünsche, dass man wirklich hier die Straße voll ist mit Menschen in Tokio zum Beispiel. はい、あの東京でもいろいろずっとあれ以来でも続けてあのやってますけども、さらに今1年経ったからこそ、1年経とうとしているからこそですね、あのもっと大きなあの運動のうねりみたいなのが作っていければいいなと思いますので、まあ僕は本当に微力ですけれども、あのまあ頑張りたいと思います。ありがとうございました。今日は、はい、はい、ありがとうございます。ありがとうございます。はい、ヨアヒム・チルナー監督のインタビューをお届けしました。イエローケーキ、クリーンなエネルギーという嘘は1月28日土曜日から渋谷のアップリンクで劇場公開が始まります。2月には大阪での上映も予定されています。ぜひ劇場に足を運びください。この番組は皆様からの寄付で制作を行っています。より多様な視点で番組作りができるよう引き続きご支援をお願いします。また市民が参加できる当事者の声を伝える番組を目指しています。身近な出来事や復習してほしいことをメールやファックスでお送りください。それではまた来週。